when I left Blaine for Capsicum, so I'm not ein Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit dem, zusammen mit dem Strohbergungs-FO. Der erste Teil ist ja jetzt schon mal für die Maschine. Ist doch logisch. Wenn ich der zweite Teil kommt. Ja, der hat zwar 40 Minuten gedauert, aber das ging nicht kürzer. Sonst hätte ich euch nicht alles so genau zeigen können. Ich habe es euch auch noch nicht genau gezeigt. Dann müsste man schon zwei Livestreams machen, die jetzt eine Länge von 2 Stunden haben. Oder einen 3 Stunden lang ungefähr so, dass man da wirklich alles schön im Detail zeigt. Noch mit Ruhe, weil ich habe mich eigentlich am Ende sehr viel gehört. Aber nun gut, um den ersten Teil geht es heute nimmer. Wir kümmern uns heute um die Heupellets und die Produktion, also die Halle mit den Pelletierer oder Palettierer. Vorne habe ich uns einen schönen Steier hingestellt, der uns dann im Darm liegt. Ja. Ja, noch einmal kurz zum ersten Teil. Ich habe den jonglierenden Anhänger mit dem 9000 Liter schon, die habe ich schon abgeladen in der Halle bereit. Und die Ballen, die wir gepresst haben, sind auch schon vom Feld runter. Dass wir heute uns einfach nur auf die Produktion konzentrieren. Denn auf die bin ich ja im letzten Video nicht wirklich eingegangen, sondern nur auf die Auswahl der Maschinen und die Presse. Und halt auch die Drehbox, mit der wir heute wieder. Ja. Sobald man hat, ist das wirklich zu hoch, weil dann hört die einfach auf. Ja, hat schon wieder aufgehört. Verrückt. Technik heutzutage. Ah, da müssen wir nochmal wenden, dass wir da alles schön mitkratzen können. Ja, so viel gibt es eigentlich bei den Heupellets nicht zu sagen. Die sind halt wie die Strohpellets, die haben halt eine andere Textur. Kann ich hier nochmal zeigen. Oh. Oh. Sind halt eindeutig grün, wie halt so ein Heu halt aussieht. Ja, und die Maschine hat sich auch nicht geändert. Wie ist es dann mit Automatik? Hier habe ich jetzt nicht gefühlt. Das ist schon ein bisschen Arbeit mit der Melastik, wenn man sich beim Shop macht. Aber da möchte ich ihm alles schon auf. Was ich gerne noch erwähnt hätte, bei diesem Teil, das geht jetzt nicht um das Strohbergungs-Setup, sondern um den Multiplayer. Ich hätte nämlich gerne mal nach der Corona-Zeit, oder am Ende der Corona-Zeit, weil jetzt sind ja die Netze komplett überlastet, also da geht nicht wirklich viel. Ja, und wenn man dann noch einen Livestream macht, das ging schon schlecht am ersten Wochenende, wie ich ja den CP-Mega-Livestream machen wollte. Der hat dann auf einmal die komplette Leistung verloren. Und deshalb musste ich ihn beenden, denn man hat mich nicht gehört. Das weiß ich nicht, warum das ist, aber das hätte ich halt dann bis zu dem Zeitpunkt dann geändert, dass man mich hört. Ja, das wäre dann auf den Konsolen oder am PC. Und zwar hätte ich als Thema so ja, einen kompletten Weg eigentlich, den wir im Multiplayer machen. Halt die Arbeiten mache ich, die Hofarbeiten, zum Beispiel die Maschinen herrichten, also dass im Livestream halt wirklich nur Action ist, nämlich auf diesem Hof das XXL Mais häckseln, das hätte ich öfters gemacht, das Rüben ernten, wo dann ein paar, beim Mais häckseln sind ein paar Abfahrer und dann noch ein paar, einer oder zwei, die verdichten und die anderen sind Hexler. Das wäre, könnte man sich dann richtig cool einstellen, das finde ich am besten nämlich für die Multiplayer. Den hätte ich vielleicht noch in der Corona-Zeit, wenn das Netz irgendwie besser wird,
ja, dass wir das machen können, weil ich möchte euch garantieren, dass der Livestream nicht kurzfristig beendet wird, nur weil die Netze einfach überlastet sind. Ich weiß, viele hätten es gerne in der Corona-Zeit, dass sie Unterhaltung haben und dass sie selbst mitspielen können, dass es ein bisschen Abwechslung gibt. Aber ich kann halt nicht Livestream oder ich mein Video machen, geht ja noch, aber ein Solo, ja, das wäre schon so eine Herausforderung. So. Warum du nicht überladen? So, danke. Hallo. So, geht doch. Ah, schwierig, schwierig. Ich sag's euch, Jungs, die Technik heutzutage. Ja, mit dem Stein werde ich jetzt noch zum Hof fahren. Dass ich euch das zeigen kann mit den Kühen. Dass wir sehen, wie das geht und so. Ja. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so spannend. Und danach konzentrieren wir uns eigentlich die restliche Folge auf die Produktion und alle Beine pressen. Und noch, wenn was übrig bleibt bei diesen Heupellets, da was dazugeben, dass wir die maximale Anzahl an Paletten haben und die dann verkaufen. Hoffentlich wird diese Folge kürzer, weil 14 Minuten, die habe ich dann gar nicht geschnitten, die habe ich, deshalb war das am Anfang mit einer Langpause und am Ende auch nochmal mit einer Pause. Das war, weil ich immer zum Schneiden ein bisschen Reserve nehme, dass ich nicht das zu kurz habe und ja, dass ich das halt besser schneiden kann, dann weiß ich, wie es gut passt in dem Moment. Ja, aber 40 Minuten, mein Schneidprogramm braucht schon schon gute 10 Minuten, wenn es bei einer 20 Minuten Folge ist und bei einer 40 Minuten Folge für da den Anfang und Ende wegschneiden. Das war es mir jetzt nicht wert, weil das, wenn die Folge nicht zu lange geht, dafür hier wieder ein Intro sein und halt keine Pause. Also nicht wundern oder so, als hätte ich das falsch hochgeladen, ich habe es aber nicht geschrieben, das wäre zu viel Arbeit gewesen, denn ich habe es gestern noch, also gestern, ich weiß halt nicht, wann die Folge hochgeht, wenn ich die hochlade, also gestern war Mittwoch, da habe ich sie noch um 18 Uhr aufgenommen, und da war ich so müde gestern, da ging immer viel rein in den Kopf. Deshalb habe ich dann einfach die Aufnahme beendet, habe alles abgedreht und habe es in der Früh dann gleich hochgeladen. Das ging dann erstaunlicherweise eigentlich sehr rasch. 2 Stunden hat der Upload nicht gedauert. So lange dauert eigentlich bei mir ein Upload mit. Ich habe es halt über die klassische Upload-Funktion gemacht. Da geht es irgendwie kürzer. Das werde ich halt jetzt öfters verwenden, dass ich schneller die Videos hochlade. Oder es lag am super WLAN. Ich weiß nicht, also am Wochenende hätte ich sicher nicht die Schleimverkörner fahren oder so, die nicht gemacht haben. Weil da sind alle im Netz dann, alle frei, da ist dann die komplette Party, also das ist ja sonst eh auch bei normalen Wochenenden halt jetzt noch stärker, weil keiner im Urlaub irgendwo ist oder sein Handy nicht benutzt, wenn er draußen ist, ich mit anderen Griff, das geht jetzt alles nicht. Ich bin dann Video chatten und so. Und dann bleibt wenig für den Livestream übrig. Deshalb hätte ich das unter der Woche gemacht. So, ich hätte eigentlich gesagt, dass das da war man die Abkehrseite. Links, nein. Da hinten. So. Gut, da geht's aber nicht, dann geht's da vorne. Wunderbar, und da steht überladen, starten, Heupellets. Das sieht jetzt im Firmenmenü so aus. Ja, da steigt halt. Da passt alles rein. Und jetzt könnten die, ich glaube, die tun jetzt sogar produzieren. Also so ein Heupellets haben schon 75% an
Effektivität, das ist ja eigentlich gut. Eigentlich sollten die dann Milch produzieren. Oder man muss halt noch was dazugeben. Ja. Gut, dass wir das mal geklärt haben. Achso, wir haben sogar noch was übrig. Na passt, dann stelle ich den nochmal rüber, dass wir die auch noch nutzen können. Also ich werde euch jetzt dann oben abstimmen lassen bei der Infokarte, ob wir mal so ein Multiplayer-Event machen oder ob ihr da mitspielen würdet. Weil wenn einer mitspielt, würde ich das jetzt nicht machen, aber wenn der Server schon fast voll ist und voll ist, würde ich es machen. Am PC wird mein Bruder mitspielen, halt auf der Konsole habe ich es nur einmal. Am PC habe ich es kapiert, aber zweimal. Gut, lassen wir den mal dastehen. Jetzt tun wir Ballen am Land da. So. Und dann da drinnen sind die Strohpellets. Da haben wir volle Auswahl. Ganz volle Auswahl. Ja, machen wir so, so, ja. So rein. Heu, einmal Heu. Ich hätte gerne auf den Konsole gemacht, so ein Multiplayer-Event. Da darf ich alle DLCs, ich hätte nicht alle verwendet, weil Burger und DLC jetzt nur für Meisterchen oder Anderson nennt sich bei Strohballen. Die zahlt sich jetzt nicht aus. Ich meine, ich verwende es so generell eigentlich, sondern ich verwende nur das Glaspack. Also sehr oft, das sieht man ja, ist überall Glas. So, erster Ball ist um und ich hänge jetzt hier fest, warum auch immer. So, starten wir hier. So, und Pelletpresse anschalten. Cool. Alle YouTuber, die ich mir angeschaut habe, haben gesagt, das war auch schon in der Sitzung, dass der so langsam ein... Das ja, das kann ich leider nicht ändern. Wir sehen dann nochmal hier diese Haken. Schneiden hier oben Seile durch. Das hat man halt keine Seile als Pellets produziert, sondern wie die Zoll. Dann wird dann das... Deshalb wird das wahrscheinlich auch so langsam gemacht. Weil falls was nicht klappt, kann man es noch rechtzeitig stoppen oder mithelfen. Ja, und dann wird das da schön malen. Da wohnen wir noch. Da das. Ja, doch, da geht's. Kriegt ihr euch noch allein? Na, da hinten. Ich hab den Zug gerade auf. Den Zug gerade. Staubt sie ordentlich, muss man schon sagen. Sehr schön gemacht. Hier fließt alles. Geht alles runter. Da kommen dann die Pellets raus. Und die werden dann schön überladen. Dann kommen hier die Säcke raus, die hier schön gefüllt werden. Sieht man hier, werden dann zugemacht. Dann. Ja, hier werden die dann gerichtet. Damit die schön auf der Palette draufpassen. Säcke passen insgesamt drauf und das da schön verfrachtet, dann fährt die Palette weiter. Also fährt halt erst weiter, wenn sie halt voll ist. Ja, dann kommt sie hier hin und hier wird das dann nochmal verfrachtet.
und wenn er schon was produziert, dann ist er draußen. Also ich hätte begonnen mit einem Maishelfen, weil ich das cool finde, mit so einem Lager oder von mir Sachen Krone, wenn ich das besser will, wenn er mehr mitspielen kann, mit so einer Krone mit verschiedenen. Und das ist dann richtig cool, wenn dann ein paar Abfahrer sind, nur einer und einer Hexen und der andere gefällt. Allein das wäre schon ein cooler Leistung. Man muss die schon ordentlich auf. Muss man sehen. Das war nicht mein Sinn. Wenn wir so Large halt einfach mitnehmen, habt ihr gerade gesehen. Und selbst wenn er gescheit oben ist, man muss es dann noch gescheit aufs Förderband. Das halt jetzt gerade. Oh. Elegant. Da haben wir ja fast keine Beine, wenn wir da so weitermachen. Was soll das werden? Ja. Ach, die Dinge habe ich auch kaputt. Wenn weiter weg oder weiter ziehen, dass ich hier ein- und ausfahren kann, dass ich dann ja Platz zum Randieren. Da haben wir schon zwei Bank vergeudet, das ist ein. Aber ich habe den Schimpf aufgestellt. Also mir kann keiner sagen, dass der und mit unten geflogen ist. Und er ist in die Luft geflogen. Das heißt, irgendwie ist er noch bei so. So. So die Beine einfach reinschmeißen in die Maschine geht. Ich habe nichts gemacht. Alles klar. Das darf dir nicht glauben. Aber das ist doch noch ein Bug, oder? Und das Sensitivito geschissen hat. Der hat es ja nur leicht gestellt. Noch einmal ist das weggegangen. Und es war auch gescheit oben. Also, wie soll man die nicht? Ja. Es sind noch Fehler, die nicht sein dürfen. Wenn im grünen Version, die ich gesehen habe, war das kein Fehler. Die haben das Förderband einfach stehen lassen und haben am Förderband gearbeitet. Gewollt ist das sicher nicht. Ich glaube, dass das noch ein Bug auf den Konsolen ist. Oh. Ja, manche Sachen sind nicht so meine Spezialität. Wenn ich bin mir sicher. Jetzt sicher. Ja. Ja, der Bein ist nicht gescheit auf. Kann man den nicht gescheit auf? Jetzt ist der wieder weg. Ihr wollt ja was sehen. Gut.
man das mal so. Was hat das für eine Kackkollision? Ach, wir lassen das mit dem Ball. Das macht ihn noch warm. Ihr seht es, ich mache nichts. Das fliegt einfach von allein. Jetzt so, Kamera wechseln. Und dann. Ja, wie ging das nochmal? So geht das. Ah, falsche Richtung. Da mal. Das noch nicht geklappt. Ich bin gespannt, ob es jetzt. Denn hier kann man ja Werkzeug wechseln drücken. Da gibt es unter anderem eine Greifzange, das ist für beide. Ich könnte das jetzt so auch noch richten, aber das ist sehr viel Arbeit. Und dann gibt es noch so. Es sollte laut einem Tutorial hier da gesagt am PC ging das noch. Ich habe das noch nicht so erwähnt. Das Stream ist gerade auch schlecht von der Xbox. Ach, machen wir das jetzt mit meinem Typen durch die Xbox. Aber ich habe noch einen Frontlader. Würde nämlich den schon hier, dann machen wir das mit E. Und dann schauen wir uns noch den Pellet. Verkauf an. Ja. Mit dem Steier hätte ich dann einfach nur noch mehr die so reingekriegt. Überhaupt mal probiert, ob das so geht, weil das wäre schon hilfreich, das zu wissen. Weil bis jetzt habe ich es noch nie so. Ach, heute kann ich's. Was haben wir für ein Opfer? Oh, diese Kiste da.
Nehmen wir doch mal mit. Hoffentlich backt ihn uns gar nicht. So. 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 Ja. Hier. Das sind jetzt Wolken hier. Steht das eigentlich auf der Karte? Das sehe ich gerade nicht. Dann nehmen wir das mal raus. Fahren. Schon eng hier. Oh. Überdimensional hoch, aber okay. Das mit den alles produzieren kann man eigentlich vergessen, weil es geht wieder nicht mehr die Möcken nach vorne zu machen. Ich glaube, das ist dann eigentlich alles nicht von keine Ahnung. So, jetzt sehen wir hier mal diese Ding, ja. Hey, sehen wir 2 Euro mehr. Zack. Das sollten ein Satz sein, ja, da steht dran. Also nicht das Raum. Ja doch, also die Dinger sind so klein, das ist Ding. Von beide gute Schilder standen, dann nehme ich mal an, da ziehen wir das einfach mal rüber. Ja, 1000. Ja, ich sehe das gerade nicht, das ist auch Nameschild, das seht ihr halt nicht. Dann schauen wir uns das bei der Statistik nochmal kurz an. Ah ne, einen, weil da. Da, seht ihr. 60 Tonnen. Na da. Einer am Ende 2763. Gleich das D. Gut, also es waren 2000 Liter, die da verpackt werden. Sollten es nach Krug rechnen sein. So, jetzt probieren wir das noch, ob man das auch ohne Palettierer schaffen kann. Dann haben wir eh schon wieder genug gemacht. So, das wird jetzt wirklich schön, aber ich glaube, das kann man so machen, wenn es klappt. Ja, geht. Wunderbar. Oh, reicht nicht, gell. Oh. 6000. Sehr schön. Gut. Also, dann hätte ich gesagt, war's das auch wieder mal mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt euch diese Z-Own Mod schon installiert. Er zeigt zwar noch viele Fehler, die eigentlich im Preview nicht dabei waren, aber das wird sicher noch nachgepatcht in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten. Ja, das sollte aber eigentlich auch von der Mod-Vorstellung gewesen sein. Ich hätte zwar jetzt noch so, können wir da hin switchen? Ja, machen wir es mal. So. So. Also, die, was jetzt keine Fragen mehr haben, für die ist eigentlich jetzt das Leben aus. Vector, wenn ihr nicht keine Fragen habt, Vector. Und wenn ihr noch eine Frage habt, beziehungsweise Autoload, werde ich euch die jetzt noch zeigen. Also, Autoload. Der Autoload wird das wahrscheinlich eh nicht funktionieren, oder da sind alle außer die größeren Größen, weil der Platz einfach da ist. Aber mit dem anders. Zeige ich euch das mal. Wow.
was da drauf liegt. Ich habe es mir selbst nicht so ganz gemerkt. Ich glaube, es war groß, groß, klein oder klein, klein, groß. Also normal ist bei mir. Ist bei mir. So, so geht's. Ein Hund war. Aber mal. Ist der zweite Blick. Ja, der geht auf. Da merkt man den Unterschied einmal so. Gut. Dieser Fall wird dann nicht mehr unterstützt, weil er einfach größer ist. Das sieht man auch hier. Da wäre kein Platz mehr für den gewesen. Aber wenn ich jetzt nochmal bei den Daten drücke und den ganz allein aufgebe, ob das dann noch geht. Könnte eigentlich sein. It can be. Oh, lass mal schneller auf mir. Oh. Dieser Stelle lang, wieder schauen. Mann! Weg da, ich möchte doch nicht mehr. Oh, Lane, ich muss jetzt enden. Oh, Arbeitsaufstände. Gut, der wird noch immer nicht unterstützt. Ja, wahrscheinlich wird dann der größere auch nicht unterstützt. Ja, der wird auch. Also Kombination sind klein, klein, groß oder groß, groß, klein. Der Autolot. Das sind eigentlich die Fragen, was wahrscheinlich kommen würden, wenn ihr die schon von wem anderen beantwortet bekommen habt. Ja, ich habe euch jetzt eigentlich alle Maschinen gezeigt, bis auf diesen Ballenspieß. Ich finde nämlich eigentlich, ich werde nie verschwenden, außer es ist wirklich mal nötig, denn es gibt ja auch einen Shop unter Ballentechnik. Voilà. Gibt's den da nicht irgendwo? Ah, nee. Oder? Ich sehe nicht. Ja gut, dann war das ein Mod, den der einer davon. Aber das gibt's glaube ich auch für die Xbox als Mod, da kann man mehrere Ballen oder so in einer Höhe. Das wäre glaube ich ein bisschen praktischer, aber man kommt auch theoretisch mit dem aus. Also man hat mehr Sicherungen bei der. Das können wir uns hier vielleicht nochmal anschauen. Na, der. Na, nicht der. Nein. Der. Ja, wir sehen das. So. Da kann man ja Ballenspieß an. Ah ja. Ja, da ist wirklich nur eine Ding. Und wenn ich jetzt beim Kalten bin. Also, okay. Da passiert gar nichts. Also da geht halt da die Funktion. Das wird eingeklappt, ein bisschen realistisch. Ja, aber man kann halt nur den untersten sichern, man kann mehrere aufnehmen, aber das Stapeln ist nicht so meine Spezialität. Das mache ich entweder mit Frontlader oder jetzt mit den neuen Werkzeugen, wo man 3 bis 5 wo nebeneinander stapeln kann und die Best dann auch einlagern kann. Gut, das ist es jetzt aber nun wirklich mit der Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut gerne bei der nächsten Folge wieder rein. Als nächstes hätte ich eigentlich nicht mehr Bus-Simulator geplant. Der kommt wieder und Construction Simulator bleibt auch mal für die Woche jetzt eigentlich weg, außer ich mache noch einen kurzfristigen, also ich mache noch einen kurzfristigen Livestream, sonst hätte ich den nicht getan. Und was ich für diese Woche noch geplant hätte auf meinem Kanal, wäre ein neues Computerspiel. Das nehme ich jetzt dann gleich auf. Ja, und das sollte dann am Wochenende kommen. Ja, danke fürs Zuschauen. Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!